Der Untersuchungsbericht zu einem Unfall eines Airbus A350-1000 der British Airways ist herausgekommen. Dann bietet Arcor eine neue Zahlungsweise, und zwar Klarna. Dann haben wir noch ein Thema, was aus Niedersachsen kommt, dass die Vorkasse bei Flugreisen wegkommen soll. Und ganz, ganz wichtig, was haben wir noch? Wir haben, Lufthansa streicht auch im Winter noch Flüge, unter anderem. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Bei der British Airways gab es einen Unfall, in Anführungsstrichen, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Es ist also einfach nur ein Incident. Am 2. Januar 2022 landete der Airbus A350-1000er mit der Kennung Golf X-Ray Whiskey Bravo Charlie 15, ja, was soll man sagen, war es 15 Meter vom Boden entfernt und zu spät ausgeschwebt, oder wie war die Geschichte? Ganz einfach, es gab einen Tail Strike. Tail Strike ist das, wenn die Maschine hinten mit dem Purpose aufsetzt. Ist auch schon beim 340-600er passiert, auf der Startbahn West durch Winde. Aber am 2. Januar war es so, dass die Maschine auf der Start- und Landebahn 27L durchstartete. Und die Untersuchungsbehörde AAIB, das ist die englische Untersuchungsbehörde, in Deutschland wäre das LBA oder beziehungsweise das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung. Gibt es noch, haben die eine neue Abkürzung? Weiß ich. Kommentiert es unten einfach. Die letzte Phase der Landung vor dem Aufsetzen war das Ausschweben und der Flieger sank dann auch nicht mehr. Und bei 9 Metern über dem Grund zog der Co-Pilot die Schubhebel zurück. Und die Geschwindigkeit und der Auftrieb sanken natürlich, ganz einfach, logischerweise. Wenn du keine Leistung hast, dann geht es halt abwärts. Und 1,5 Meter über dem Boden sagte der Kapitän, dass man die Aufsetzzone der Landebahn nicht mehr ausreichen würde. Das heißt also, man landet nicht mehr in diesem imaginären Viereck und hat dann quasi durchzustarten. Weil das Ausschweben oder das Flären hat einfach länger gedauert. Dann gab es den Befehl zum Go-Around und der Co-Pilot hat das Manöver eingeleitet, hat dann die Nase nach oben gezogen und dann auch wieder voll Schub gegeben. Aber es dauert halt etwas Zeit, dass die Triebwerke wieder hochspulen, also volle Leistung bringen. Ich glaube, bei der 777 waren das 8 oder 9 Sekunden. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie es bei der 350er ist. Und damit war natürlich etwas Leistung fehlend, damit man wieder fliegen konnte. Man war einfach zu langsam und hatte zu wenig Leistung. Dann schlug die Maschine, dadurch, dass man halt diesen hohen Pitch hatte, mit dem Purpose auf. Und die Landung, sagt die AIB, hätte klappen können. Ich finde das auch relativ geil, dass man sagt, die Landung hätte klappen können. Man sollte eine Landung nur machen, wenn man sicher ist, dass es klappt. Und die Piloten haben in meinen Augen ja richtig entschieden. In dem Moment, wo man halt zweifelt, auch wenn die Bahn noch 2760 Meter lang ist, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, hey, das könnte noch klappen. Aber nichtsdestotrotz war es auch von British Airways und ist es von British Airways auch in den Regeln, dass man dann durchstarten muss. Warum? Weil man die Aufsetzzone nicht mehr erreicht. Das heißt, man ist zu weit und damit kann die Landebahn im Zweifelsfall zu kurz sein. So sind halt die Airline-Regeln. Ich zeige euch gerade mal Bilder aus dem Bericht von der AAIB. Und da seht ihr halt auch, dass der Tailstrike-Sensor zu Schaden gekommen ist, dass es auch Abrieb gibt an mehreren Stellen. Man sieht auch, dass dieses Toilet Waste Panel, also da, wo man die Fäkalien absaugt mit dem Auto, Kratzspuren kommen ist. Aber natürlich auch nicht zu größeren Schäden. Ihr seht natürlich auch, und da fragt euch jetzt, hey, wie geht das denn, wenn die zum Beispiel die Minimum Takeoff Speed bei Flugzeugen rausfinden wollen? Dann wird da ein Holzblock zum Beispiel drunter gemacht, damit natürlich das Flugzeug nicht zu Schaden geht und man sieht, wann die Maschine aufsetzen würde. Aber nichtsdestotrotz, es ist nichts passiert. Die zweite Landung ist dann sicher gewesen. Flugzeug, ob das jetzt lange nachlackiert worden ist und was gemacht worden ist, leider keine Information dazu. Wozu wir mehr Informationen haben, als uns lieb ist, ist zur Lufthansa, dem Winterflugplan.
Beim Lindner-Flugplan werden jetzt auch Anpassungen vorgenommen. Und es ist einfach so, dass eine Anzahl von Flügen, und wir kennen im Moment auch nicht die genaue Anzahl der Flüge, storniert wird. Es gibt neben den Deutschland- und Europa-Streichungen auch in der Langstrecke Streichungen. Lufthansa justiert den Winterflugplan nach in einer Methode, die wir ja schon aus dem Sommer kennen und da ja auch geklappt hat. Ich finde es jetzt im Moment sehr, sehr gut, dass man die Flüge adjustet und da halt reduziert. Warum? Ganz einfach, weil natürlich der Flugplan dann stabiler war. Und gestern hatte ich ja, oder ist, ne? Ich hatte ja gestern berichtet, dass man im Sommerflugplan über 6.000 Flüge gestorniert hat und man hat dann auch knapp 598, war es glaube ich, also knapp 600 Flüge in Frankfurt auch reduziert und damit dann auch positioniert, also diese 598 sind die Positionierungsflüge gewesen oder Leerflüge, um den Flugplan zu stabilisieren. Deshalb ist das jetzt auch wahrscheinlich ein Eingeständnis der Lufthansa, dass man auch im Winter nicht alles fliegen kann, so wie man sich das vorstellt. Liegt wahrscheinlich daran, dass man nicht genug Crew hat. Flugzeuge sollten ja eigentlich genug da sein. Was ist eure Meinung? Sagt ihr, das ist gut, dass ihr das macht, Lufthansa? Oder meint ihr, hätte die Flüge erst gar nicht anbieten können sollen? Aber ich denke mal, wir haben August, September, Oktober. 2 Monate vorher ist schon okay. Also ich bin da jetzt nicht so böse. Lufthansa wird aber wahrscheinlich langsam böse, wenn man die News aus Italien hört. Und der Corriere della Sera, das ist ja im Prinzip so das Haus- und Hofmedium, was über ITA berichtet, sagt, dass der geplante Verkauf der ITA, dass da eine Entscheidung kommen muss. Und ich meine, erinnern wir uns nicht, dass am 15. August eine Entscheidung kommen sollte? Und ich gucke jetzt nochmal auf, wir haben eine Woche später, ist der 22. August. Also, ja, Italien ist nicht sehr entscheidungsfreundlich, wenn es dazu darum geht. Ich glaube natürlich auch, dass man in Italien auch andere Probleme hat. Aber dann sagt doch einfach, Freunde, wir machen es im Moment nicht. Sorry, bye bye. Und nachdem Mario Draghi ja die Regierung nur noch so quasi geschäftsführend im Amt begleitet, er ist ja im Juli zurückgetreten, muss er wirklich jetzt bis Ende August entscheiden, weil im September sind ja Wahlen. Und wie der Corriere della Sport weiterberichtete am Sonntag, läuft am Montag demnach bis Mitternacht für die Bieter eine Angebotsfrist aus. Im Rennen sind natürlich wie immer noch die alten Schuldigen. Das ist der Containerriese MSC. Die haben ja auch Seefahrt und also nicht nur Containerschiffe, sondern auch Schifffahrt, Kreuzfahrtschiffe. Dann die deutsche Lufthansa und die US-Investmentgesellschaft Certares, die dann halt mit Kyle M, Delta und Air France und wie sie alle heißen, da mal was zusammen machen. Und man hat die ITA mit 850 Millionen Euro bewertet, sagt der Zeitungsbericht. Die beiden Konzerne, die 80% übernehmen wollen, 20% bleiben dann im Besitz des Ministeriums, Finanzministeriums wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer da in Italien zuständig läuft, Wirtschaft, keine Ahnung. Certares will dem Bericht zufolge nur 55-60% von der ITA übernehmen und würde damit weniger bezahlen. Einen direkten Einstieg der Delta hält die Regierung für nicht zulässig. Warum? Natürlich, weil die keinen Zugang zu den Büchern der ITA hatte, den Bieten im Vorfeld zugänglich gemacht wurden. Die einzige Lösung wäre also ein erneutes Verfahren. Also mal gucken, vielleicht kann man ja noch ein bisschen Geld rausholen. Italiener sind ja anscheinend klamm gerade. Und Draghis Liste an Optionen wäre aber auch eine Möglichkeit. Er tut einfach gar nichts. Also etwas, was er bis jetzt so auch eigentlich gefühlt getan hat. Weil, dann passiert halt nichts. Aber das Problem ist, dass 2023 die Regierung Probleme hat. Warum? Ganz einfach. Weil die ITA dann wieder Geld braucht, aber die EU-Kommission gesagt hat in Brüssel, nee, also das wollen wir so nicht. Das haben wir jetzt nun mal einmal abgesprochen. Das war jetzt auch Finale und Ende und damit ist gut. Und damit wäre halt der Plan der ITA Makulatur. Wäre auch schade um die Flugzeuge, die man bei Airbus bestellt hat. Also wie gesagt, ich finde, dass die ITA ein Traditionsunternehmen ist, auch wenn es für mich natürlich eine neue Fluggesellschaft ist, aber es ist Alitalia. Also ich meine, sorry, kannst den Namen ändern, aber es ist eine Alitalia-DNA drin. Entscheidet euch mal langsam, was ihr wollt. Das ist einfach so. Was man will, ist in Niedersachsen auch was ganz Besonderes. Und zwar der lustige Bernd Althusmann. Muss ich mal Mario fragen, ob er ihn kennt. Er ist von der CDU und mit einer Bundesratsinitiative will Niedersachsen angesichts des Chaos an diesem Flughafen Sommer des Schreckens oder wie soll man das nennen, das Vorkasseprinzip bei Flugreisen abschaffen. Und er sagt einfach,
dass Verbraucher sich um Rückerstattung bemühen. Niedersachsen hat halt jetzt wirklich die Vorreiterrolle übernommen. Ich weiß jetzt nicht, ob aus Opportunismus oder weil es ihr wirkliches Herzanliegen ist. Und Bernd Altusmann sagt Folgendes. Diese Art von Vertragsgestaltung hat in den vergangenen Jahren bereits vielfach zu erheblichen Schwierigkeiten bei den Reisenden geführt, wenn die jeweiligen Flüge nicht wie geplant fortgeführt oder durchgeführt worden sind. Und künftig sollen dann Ticketpreise frühestens bei Abfertigung des Fluges verlangt werden dürfen. Das Handelsblatt hat ja auch davon berichtet und künftig müsste dann das Ticket quasi beim Check-in bezahlt werden. Damit wollen wir den Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessern. Und er ist übrigens Verkehrsminister in Niedersachsen. Und Anlass für die Initiative seien wirklich die chaotischen Zustände, das fehlende Personal und so weiter und so fort. Wenn man dem Handelsblatt weiter trauen darf, und das kann man ja, nahmen die Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für die SOP deutlich zu. Demnach ging es in dem Jahr zwischen dem 1. Juli und dem 15. August bei der Stelle 3.082 Einträge ein. Das waren 127,5% oder 1.727 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. 80% der Fälle gingen auf den Flugverkehr zurück. Die Bahn betraf nur 15%. Weitere 3 waren Fernbusse und Nahverkehr. Über diese Zahlen hatte zuvor auch der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Ja, was sollen wir daraus machen? Weil wenn man diese Aufweichung sich anguckt, ich bin zwar ein großer Freund davon, man sagt ja auch, dass nur 4% der Preise dann, also die Preise würden um 4% nur steigen. Und schwierige Sache, weil ich verstehe natürlich auch auf der anderen Seite, Fliegen ist jetzt nicht unbedingt so eine kleine Bumsbude, wo man mal für 500, für 1.000, für 10.000 Euro einen Bus hat oder so, oder ein Taxi oder irgendwas, was halt überschaubar ist. Beim Flieger geht es ja richtig um Geld. Und wenn wir mal ausrechnen zum Beispiel alleine, wie viel es gekostet hat mit der Qantas, alleine im Project Sunrise, da sprechen wir ja über wirklich über eine halbe Mio, die in die Fluggesellschaft da investiert. Und wenn man mehrere Flüge hat, dann akkumuliert sich das. Lufthansa hat ja auch gesagt, 10 Millionen haben sie an dem Tag zum Beispiel verloren, wo gestreikt worden ist. Und vielleicht sollten wir das Ganze etwas anders aufzäumen. Und zwar nicht das Vorkasse-Prinzip. Vorkasse ist ganz okay, aber vielleicht sollte man das Geld eventuell einzahlen auf ein Treuhänderkonto. Ganz genau. Oder aber viele Leute sagen ja auch, hey, es hat nicht jeder eine Kreditkarte. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die fliegen, haben keine Kreditkarte. Also das wäre, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich kann mir keinen vorstellen, der keine Kreditkarte hat. Es gibt natürlich auch Prepaid-Kreditkarten und so weiter. Aber am anderen Ende des Tages ist es einfach so, wir müssen für beide Seiten Sicherheit schaffen. Und deshalb kann ich die Lufthansa oder andere Fluggesellschaften verstehen, die sagen, hey, wie soll das sein? Du gehst durch das, also wenn das, der Flug abgefertigt wird. Abgefertigt heißt also im Prinzip, da in dem Moment, wo die Tür geschlossen ist und der Flüger zurückgesetzt wird. Halte ich für zu spät. Ich halte es auch für zu spät, erst beim Check-in oder sowas. Ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass das Zurückerstatten keine Kür ist, sondern eine Pflicht. Heißt also, dass die Fluggesellschaften sich wirklich an diese 7-Tage-Regel halten müssen und auch bestraft werden. Das ist, glaube ich, in meinen Augen der richtigere Weg. Ich finde es zwar lustig. Ich meine, man kann ja Folgendes machen. Ja, man kann ja Folgendes machen. Man kann ja einfach sagen, hey, du hast jetzt bei mehreren Flügen das nicht gemacht. Ab jetzt nur noch Vorkasse für dich. Das wäre vielleicht eine Strafmaßnahme, eine Sanktionierung, dass die Fluggesellschaften dann wirklich anfangen zu sagen, hey, ich muss da mal ran. Und das wäre in meinen Augen spannend. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Einfach unten kommentieren. Ich glaube, zu dem Thema gibt es viel zu sagen. Zu dem Thema gibt es auch viel zu melden. Accor hat eine neue Zahlungsmethode in Europa, und zwar Klarna. Und es gibt in einigen Ländern in Europa jetzt die Möglichkeit, über Klarna zu zahlen. Ich glaube, England, Deutschland, Österreich und Benelux, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. Diese Zahlungsoption ist auch nicht verfügbar für alle Hotels, weil die Hotels da irgendwie ein Opt-in machen müssen.
Und Klarna hast also da die Möglichkeit, dass man Zahlungen steuerfrei, hätte ich fast gesagt, nein, ohne Zinsen machen kann. Und es ist halt in meinen Augen schwierig. Ich meine, auch hier wieder so eine Vorkasse. Also ich meine, also ich habe immer gelernt, wenn ich auf Urlaub gehe, dass man alles zahlen können muss, weil das ist ja Geld, was man zur freien Verfügung hat. Ich verstehe auch, also das Problem ist ja auch zum Beispiel bei Leuten, die Urlaub machen und sagen, ja, ich habe all mein Geld in Urlaub investiert. Ich hoffe nicht, dass du damit das Ganze auf Kredit finanziert hast. Und ich habe meinem Bekannten gesprochen, der bei einer Bank arbeitet, und sagt, ey, das kommt immer wieder und öfter vor, dass Leute ihren Urlaub auf Kredit machen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich persönlich nehme Abstand davon, Sachen zu kaufen, wenn ich sie mir nicht leisten kann. Und deshalb finde ich Klarna in dem Fall auch etwas problematisch. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Sagt ihr, dass diese Zahlungsoption Sinn macht? Oder ist es etwas, was ihr ablehnt aufgrund von religiöser Einstellung zum Urlaub? Weil ich glaube gar nicht, ich könnte, glaube ich, auch nicht den Urlaub genießen, wenn ich wüsste, dass ich gerade jetzt mal so 2 Mille verballer, aber ich muss von den 2 Millen, den muss ich dann die nächsten 12 Monate zurückzahlen. Also das heißt, man kommt ja auch in eine Spirale. Schwierig. Aber nun gut, ich wollte es euch nur mal sagen, um meine Gedanken dazu. In einer Folge hatte ich ja gesagt, ich hatte gefühlt von jedem CEO der Fluggesellschaften eine E-Mail bekommen, weil sie sich entschuldigen, und es kam die nächste E-Mail, und zwar aus Sydney. Ganz genau, die kam aus Sydney, von der Qantas. Und da ist es so, dass Alan Joyce da sich entschuldigt hat und sagt, dass die letzten Wochen absolut a shame sind. Also das heißt, dass man da wirklich sagen muss, dass das wirklich nichts okay ist. Und dass die Taschen und Koffer, die sie ihren Eigentümer nicht gefunden haben und da irgendwo anders hingekommen sind, das geht auch nicht. Und er hat dann einen Ausblick gegeben, was sich ändert. Und ich glaube einfach, dass das, was am besten ist in solchen Fällen, und das habe ich ein bisschen bei der Lufthansa vermisst. Wenn man sich entschuldigt, oder soll ich sagen, wenn man um Entschuldigung bittet, weil ich habe ja auch gelernt, ich kann mich nicht entschuldigen, sondern ich muss um Entschuldigung bitten. Und im nächsten Satz habe ich ja auch gelernt, man muss vergeben. Und man vergibt ja nicht, um dem anderen, den man vergibt, zu vergeben, sondern um selber zu vergeben. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich Leuten verzeihe, dann verzeihe ich nicht wegen den Leuten, sondern wegen mir. Und dann ist das Thema auch besser und ich fühle mich leichter. Nur so ein kleiner Lebensrat. Dass man dann auch etwas tut, was diese Handlung unterstützt. Und die haben jetzt einfach die Status Level für 12 Monate für die Mitglieder verlängert. Ganz genau. Also das heißt, ihr habt dann wieder mehr Status. Es gibt dann 50 australische Dollar als Promotion Code, wenn man in Australien oder Neuseeland ist, und kann die dann auf Qantas benutzen. Dann gibt es mehr Sitzplätze, die man als Freiticket benutzen kann, also Award Space, 50% mehr als normal. In Qantas International, trans-tasmanische Flüge und natürlich auf populären inneraustralischen Routen bis zum 30. Juni 2023. Die Qantas Lounge Invitation Coupons sind auch weiter länger verfügbar und so weiter und so fort. Also es gibt da Coupons, die man nutzen kann, und man will a Deposit of Qantas Points. Also es gibt freie Punkte für Platin und Platin-Member. Aber da hat man leider nicht gesagt, wie viel es ist. Das wird sich ja in Social Media bald verbreiten, was es ist. Und natürlich, die Operations von Qantas waren schlimm und man hatte auch viele Probleme. Wir hatten in Deutschland genau dieselben Probleme. Und ich habe auch mit wem habe ich darüber gesprochen? Ich glaube, am Stammtisch war es, dass die Lufthansa auch mal in meinen Augen noch mal was tun müsste. Weil, hey, wir können ja nichts dafür, dass die 6.000 Flüge gestrichen sind. Wir können nichts dafür, dass die 600 Flüge fast leer geflogen sind. Man hat ja keinen Bock, mit der Lufthansa zu fliegen. Ich jedenfalls habe meine Flüge mit Lufthansa reduziert, fliege mit Air Baltic. Also ich muss euch sagen, da muss noch was aus Frankfurt kommen. Und muss ich sagen, Köln? Nee, Frankfurt ist ja LAC, Lufthansa Aviation Center. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, vor allem, wenn ihr es so lange geschafft habt, auch die Glocke anzumachen. Und ganz, ganz wichtig, unten kommentieren, Like da lassen
und bis morgen zur nächsten Folge und vielleicht bis zum Stammtisch. Also, bis dann. Ciao.